Hallo, hier ist Onkel Bob von den alten Herren und ich wollte euch mal etwas über den letzten Patch erzählen, den Patch 0.42. Der kam am 19. März raus. Wenn man sich erbricht, macht es nur ein Geräusch. Die Animation dafür ist leider noch ein wenig verbuggt. Den ballistischen Helm gibt es jetzt nicht nur in grün, sondern auch in schwarz. Man kann ihn so finden oder auch ansprühen. Wenn es regnet, kann man diesen Regen nun in den Canteens oder in Flaschen aufsammeln. Das ist allerdings eine ziemlich mühsame Klickarbeit. Ebenfalls, wenn es regnet, wird man nun nass. Was das bedeutet? Man wird wahrscheinlich krank werden, wer weiß. Es gibt neue Nahrung. Man kann nun Beeren pflücken. Ich habe leider kein einziges Gebüsch gefunden, wo das geht. Angeblich soll das funktionieren. Man kann Hähnchenschenkel sowie Steaks finden. Und es gibt neue Skins für die verrotteten Tomaten, Kartoffeln etc. Und es gibt eine neue Nahrung. Das ist die grüne Paprika. Wenn man sich nun mit einer Waffe hinsetzt, sieht das so aus. Die SKS kann man nun auch anmalen, entweder in schwarz oder in grün. Ebenfalls anmalen kann man die Firefighter-Axt, also die Feuerwehr-Axt, ebenfalls in schwarz oder grün. Ich finde, das sieht aber nicht so schick aus. Es gibt nun Helme von der UN. Dieser hier ist in blau, einen anderen habe ich leider nicht gefunden. Ist leider sehr kaputt, aber man kann das UN-Logo erkennen. Es gibt neue Nahkampfwaffen. Es gibt eine Sichel, eine Harke, eine Mistgabel und einen langen Holzstock. Ebenfalls neue Waffen sind eine Sporter 22. Es ist ein .22er Gewehr. Eine CR-75. Das ist eine Pistole. Eine Amphibia S. Ist ebenfalls eine Pistole mit einem sehr langen Lauf. Und ein Colt 1911. Sollte wohl jeder kennen. Ist ebenfalls eine Pistole. Man findet nun mehr Munitionsboxen. Die sehen auch alle ein bisschen schicker aus. Unter anderem ist es auch Schrotmunition dabei und .22 Munition. Es sollen nun mehrere Polizeistationen und Krankenhäuser auf der Map verteilt sein. Ich habe hier zum Beispiel eins in Tscherno gefunden. Zombies sollen nun häufiger respawnen, was ich auch bestätigen kann. Es ist eine wirkliche Plage. Der HDR-Effekt, High Dynamic Range, ist verbessert worden. Mir gefällt er jetzt nicht mehr. Er ist nämlich sehr verschwommen. Der Dosenöffner kann nun als Nahkampfwaffe missbraucht werden. Es gibt Wollmäntel. Auf der Map wurde auch ein wenig rumgespielt. Olcha und Kelm wurden aktualisiert. In Kneipen soll nun mehr Loot spawnen. Um Svetlojarsk herum sollen ein paar kleine Dörfer bzw. Siedlungen entstanden sein. Und es soll ein neues Städtchen geben, Tschernaja Polana. Dann wurden noch sehr viele Bugs gefixt. Hier ein paar Ausschnitte. Mit Epipens, mit Adrenalin kann man nun jeden bewusstlosen Spieler für kurze Zeit aufwecken, egal wie wenig Blut er noch hat. Mit dem Defibrillator kann man nun Menschen heilen, die eine Heart Attack haben. Man kann durch vieles Rennen nun einen Heart Attack bekommen. Mir ist das bisher noch nicht passiert und ich bin heute bestimmt eine halbe Stunde ununterbrochen gesprintet. Mit gebrochenen Beinen kann man jetzt nicht mehr springen. Mit Purification Tablets, also Wasseraufbereitungstabletten, kann man nun Cholera aus dem Wasser entfernen. Das war's mit den Patch Notes für Patch 0.42. Das Wichtigste habt ihr gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Patch.